Heute wollen wir Sie auf die neue Ausgabe der Medizinischen Klinik Intensiv- und Notfallmedizin, Ausgabe 6, September 2016, hinweisen und Ihnen kurz die einzelnen Beiträge vorstellen. Auf den ersten Seiten fasst Professor Walthaus aus Bochum die Themen seines Vortrages zum Update Intensivmedizin vom September 2015 in Köln zusammen. Hier bearbeitet die Thematik Qualitätsmanagement. Im zweiten Beitrag präsentiert die Sektion Ethik der DIVI das aktuelle Positionspapier unter dem Thema Grenzen der Sinnhaftigkeit von Intensivmedizin. Ein absolut lesenswerter Beitrag. In der aktuellen Ausgabe werden mehrere Originalarbeiten präsentiert. Zunächst eine Arbeit von Schröder und Mitarbeiter unter der Thematik Effect of the Laryngeal Tube on the No-Flow Time in a Simulated Tube Rescue Basic Life Support Setting with Inexperienced Users. Die Autoren schlussfolgern, dass in einem BLS-Szenario mit zwei Wiederbelebern die No-Flow-Time länger ist mit dem Einsatz einer Larynxmaske ohne vorangegangenes Training als mit dem Einsatz einer Maskenventilation mit vorangegangenem Training. Wahrscheinlich, so postulieren die Autoren, liegt hier ein höheres Tidalvolumen mit dem Einsatz der Larynxmaske vor. Und dieses führt zu längeren Interruptionen, Unterbrechungen ohne Brustkompressionen. In einer weiteren Arbeit stellt Götzsche und Mitarbeiter die Herausforderung der akuten Nierenschädigung dar in einer Querschnittsstudie zur Prävalenz und Kosten auf einer universitären Intensivstation. Das akute Nierenversagen bei Intensivpatienten stellt ein schwerwiegendes medizinisches und sozioökonomisches Problem dar. Das koordinierte Vorgehen mit der Gründung eines nationalen AKI-Netzwerks zur Implementierung evidenzbasierter Therapien, die konsequente Früherkennung von AKI-Risikopatienten und eine intensivierte Suche nach neuen Therapieoptionen könnten die zukünftigen Schritte zur Reduktion der AKI-Inzidenz bzw. Schwere und der Behandlungsmehrkosten darstellen. Schneck und Mitarbeiter berichten über die Lung Protective Ventilation and Hospital Survival of Cardiac Intensive Care Patients. Deren Daten empfehlen eine strikte Beobachtung einer niedrigen peak-inspiratorischen Drucks, PIP, für kardiale Intensivpatienten. Offensichtlich scheint es so zu sein, dass das Tidalvolumen von sekundärer Bedeutung ist. In einer weiteren Arbeit beleuchten Lewe, Johann und Mitarbeiter die adäquate Volumensubstitution bei septischem Schock unter hohen Katecholamindosen. Sie schlussfolgern, dass bei einem nicht unerheblichen Anteil septischer Schockpatienten, die mit hochdosierten Katecholaminen behandelt werden, es möglich ist, diese in Kombination mit einem bedarfsadaptierten, forcierten Volumenbelastungstest zu reduzieren. Die Bedeutung einer adäquaten, dem Bedarf entsprechenden Volumensubstitution vor dem Einsatz hochdosierter Katecholamine wird durch die Ergebnisse bestätigt. Sie sollte sich an klinischen und wenn möglich hämodynamischen Parametern orientieren und nicht unterschätzt werden. Weimann beleuchtet die enterale und oder parenterale künstliche Ernährung des Intensivpatienten. Er fasst seine Arbeit wie folgt zusammen: Der Ernährungsstatus ist ein prognostischer Faktor. Der enteralen Ernährung ist der Vorzug zu geben. Das Kalorienziel ist in der Frühphase möglichst normokalorisch, etwa 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Eine Hyperalimentation ist zu vermeiden. Der Zeitpunkt der parenteralen Supplementierung ist bei inadäquater enteraler Kalorienzufuhr derzeit in der Diskussion. Bei primär mangelernährten Patienten und solchen mit Hochrisiko für einen längeren Intensivaufenthalt wird die frühzeitige parenterale Supplementierung bereits 3 bis 4 Tage nach Aufnahme auf die Intensivstation empfohlen. Professor Trappe stellt in seiner Übersichtsarbeit nochmals die Grundlagen der 12-Kanal-Elektrokardiographie in der Intensivmedizin dar.
Seine Schlussfolgerungen lauten wie folgt: Das EKG ist schnell durchzuführen, beliebig oft zu wiederholen und für den Patienten nicht belastend. Es dient sowohl der Diagnostik eines akuten Koronarsyndroms als auch der Differentialdiagnose von Herzrhythmusstörungen und ist bei Elektrolytstörungen oder Rechtsherzbelastungen durch eine Lungenembolie diagnostisch wegweisend. Das EKG ist eine Methode, die man lernen und täglich anwenden muss. Es ist kein Verfahren, das immer eine Blickdiagnose erlaubt, sondern das vielmehr eine systematische Analyse erfordert, um keine Befunde zu übersehen. Zudem sind EKG-Befundungen, Wissen, Muße und Training Voraussetzung. Das EKG erlaubt im hohen Maß richtige Diagnosen und ermöglicht eine konsequente Differentialtherapie. Insofern kommt dieser diagnostischen Methode besonders in der Intensivmedizin eine wichtige, lebensrettende Bedeutung zu. Professor Unschuld aus Berlin stellt in dieser Arbeit seinen Vortrag vor, den er anlässlich der Eröffnung des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft in Berlin im Juni diesen Jahres gehalten hat. Absolut lesenswert. Das deutsche Gesundheitswesen wird zunehmend in die Strukturen und Gewinnerwartungen einer industriellen Wirtschaftsordnung einbezogen. Dieser Wandel ist Teil einer globalen politischen und ökonomischen Neuordnung und nur bedingt durch nationale Gesundheitspolitik zu beeinflussen. Die Ärzte verlieren an Einfluss, ihre Tätigkeit wird auf Kernbereiche reduziert und zunehmend von kommerziellen Interessen geführt. Des Weiteren stellt die aktuelle Ausgabe ein Bild und Fall sowie eine Kasuistik vor. Hier Bild und Fall akute Dyspnoe 8 Tage nach Sektio Caesarea und als Kasuistik die Hyponatremie induziertes lebensbedrohliches Hirnödem nach Ecstasy-Konsum. Im Journal Club beschäftigt sich Janssens mit der frühen zielorientierten Therapie bei septischem Schock, eine Arbeit, die von Engels publiziert wurde im Intensive Care Medicine im Jahr 2015. Des Weiteren stellen die Preisträger der DGIN ihre beiden Arbeiten vor. Zunächst Professor Karagiannidis, seine Arbeit, die im Intensive Care Medicine veröffentlicht wurde, zur Epidemiologie und Mortalität der Herz- und Lungenersatzverfahren in Deutschland zwischen 2007 und 2014. Diese Arbeit wurde mit dem Forschungspreis Intensivmedizin der DGIN 2016 ausgezeichnet. Frau Dr. Pohl vom Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum in Essen stellt ihre Arbeit MIF, Macrophage Migration Inhibitor Factor im Postreanimationssyndrom vor, welches dieses Jahr mit dem Forschungspreis Notfallmedizin ausgezeichnet wurde. Neben Leserbriefen können Sie last but not least einen CME-zertifizierten Beitrag erarbeiten zur Lagerungstherapie und Frühmobilisation auf der Intensivstation von Hermes und Mitarbeitern. Weiterführende Informationen finden Sie in der aktuellen Ausgabe und wir wünschen Ihnen viel Freude und Information und Zugewinn beim Lesen.